Ein recht herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, mit mir, dem Mushroom, und Mimfe. Hallihallo. Yo, in der letzten Folge hatten wir richtig viel Probleme. Viel Trouble mit vielen Panzern. Oh Gott. Und Quiet hat uns verlassen. Ja, leider. Die letzte Aufnahme beginnt, Freunde, wir haben nicht mehr viel. Nur noch eine Mission müssen wir machen, eine Hauptmission. Und dann haben wir das Spiel durch. Verdammt, ey. Außer halt noch dann so Wiederholungsmissionen, die schwerer sind und so weiter. Aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Was wir erstmal machen wollten, wir wollten den letzten alten Motherbase-Soldaten holen. Die Nummer 10. Müsste der letzte sein, auf jeden Fall. Es müsste jetzt wirklich der letzte sein. Den holen wir uns jetzt einfach. Wir holen uns... Warte mal. Wir haben hier einen neuen Anzug für unser Fahrzeug. Alter, das brennende. Furycorn. Furycorn. Mal sehen, wie es jetzt aussieht. Alter! Guck dir das wieder an! Es ist ein Einhorn! Verdammt nochmal! Alles gleich. Nimm es bitte. Nimm das Pferd bitte. Ey, wenn es auch noch brennt, wenn du reitest, das wäre Hammer. Alter, wie gut! Hammer! Furycorn. Das arme Pferd, ey. Was haben sie mit dem Pferd gemacht? Ich weiß auch nicht. Ja, wir holen jetzt den letzten Motherbase-Soldaten, fliegen dann zurück zur Motherbase, ja, geben das letzte Foto der Pass. Und dann schauen wir mal. Und schauen wir mal, was dann passiert. Ja. Ich bin mega neugierig. Hab ich auch noch nicht erlebt. Also, ich habe das nicht zu Ende gemacht. Bin gespannt. Ja, ich auch. Es ist 14.22 Uhr in Afghanistan, Norden von Kabul. Die Frisur hält. Die Frisur hält. Dank des Bandanas. Ein bisschen verstaubt, aber egal. Ich bin immer noch voll blutig. Ja, das Blut hängt schon eine Weile dran, würde ich sagen. Ah, das ist das. Das Gebiet, wo man Quiet zum ersten Mal bekämpft hat. Richtig. Nice. Schade, ich kann die Sequenz nicht mehr herbeiführen, also herbeizwingen, wo man mit Quiet duschen kann. Die habe ich leider auch nie gesehen. Ah! Haben wir ihn doch schon. Irgendwo ist er. Hast du schon was detected? Da ist er. Ich muss ihn gleich mal aufspotten. Der ist genau unter uns. Genau unter unserem Messer. Ja, geil, super. Der sieht uns eh gleich. Das Pferd ist einfach Hammer. Das Pferd, Alter. Das ist mega geil. Das machen wir gleich. Ja, ja, erstmal den Kollegen aufspotten, oder? Der Alter, der ist direkt da rechts irgendwo. Da unten. Da ist er, da ist er! Ach, warte, sieh dich. Feuer noch! Oh, der hat was geworfen! He was off base during the attack 9 years ago. You don't say. Bring him home, boss. Bring him home, boss. Alter, er ist schon. Er hat ihn genau erkannt unter der Maske. Alter, er hat ein Schild, ne? Der hat ein Schild dabei. Ja. Der Bastard ist abgehauen. Der ist nur weiter vorne. Der ist da lang, gell? Nee. Oh, leck, der, guck, wie schnell der abhaut. Der Punkt bewegt sich. Punkt? Der ist ganz da hinten. Punkt bewegt sich wirklich auch noch so schnell. Lungenentzündung. Lass mal nachladen. Wo ist denn der Vogel? Der wird irgendwo da hinten sein, ja? So. Müssen wir da links gucken? Da hinten. Kannst du ihn. Da hinten! Da ist er! Hast du ihn gesehen? Ja. Schalte ihn nochmal auf. Hä? Da war er doch irgendwo. Da ist er. Der ist unsichtbar? Willst du mich verarschen? Ja, gut. Jetzt erwische ich sein Schild. Du musst wirklich den Kopf erwischen, ne? Sonst kriegst du den nicht down. Aber das ist fast. Schieß ihn in den Körper mal. Warte mal. Oder hast du schon. Wieso sieht man ihn bitte nicht? Ja, jetzt. Du ja. Da ist er, da ist er, da ist er. Siehst du den Kopf? Alter! Alter. Du Scharfschütze. Boom! Quiet 2.0. Quiet 2.0 ohne Brüste. Analysis complete. Diplomat, aber sonst total schlecht, ne? Aber er ist unsichtbar. Schau mal, wer hat das gemacht, bitte? Krass, ich so ein Octocamo. Ich glaube, die Eigenschaft kann Snake aber auch haben. Ich glaube, mit einem Extra kannst du das auch. Perfekt. Ging schnell, unser Pferd haben wir mega gebraucht. Also, ich will es trotzdem einfach mal rein. Komm, wir reiten es mal kurz. Mach Vollgas, komm. Ich hab vergessen, wie es geht. Wie man reitet? Ja. Ja. Ah, da. Ah, okay. Ja, okay, es brennt nicht, aber es sieht echt mega scharf aus. Das Dämonenpferd, bitte. Hat auch so Hörner, ne, wie Snake selber. Oh ja. Prinzipiell. Alter, die Augen, ne. Ist auch ein Auge blind, guck mal. Das linke Auge hier und das rechte. Sieht fast so aus. Ja. Also alle Tiere, die Big Boss besitzt, haben kein rechtes Auge, wie der Hund. Ein kaputtes Auge. So wie er selber halt auch.
Okay, wir holen uns den Helikopter wieder. Ja. Roger. Wieso brennt es nicht? Ja, das wäre doch cool, aber ich glaube, es wäre ein bisschen heiß. Verstehst du? Ja, richtig geil. Ich muss mein Auto wegfahren. Ja, mal wieder. Steht halt immer in der Landezone. Den Mond fährt man richtig gut. Gefällt mir. Ist aber nur ein optisches Gimmick. Ich glaube, das bringt sonst nichts. Nee, ich glaube nicht. So wirklich. Aber cool. So. Fahren dein Auto gesprungen. Könnt ihr mal kurz gucken? Inwieweit es irgendwie... Nö, einfach gar nichts. Das ist einfach nur Verteidigung verbessern. Ja. Das braucht man einfach alles echt nicht. Wenn du beschossen wirst, aber... Ja, war es nicht wirklich. Taktisch mit dem Ballon. Das war für ein Didi. Ich glaube, hier beim Walker konnte man noch so viel machen. Ich habe es aber auch nicht getan. Ich habe eine Gatling draufgeschnallt. Ja, der Walker, ich weiß nicht. Der Walker ist, glaube ich, verdammt stark, wenn du den voll hast. Also gerade, wenn du heftige Kämpfe hast. Gerade gegen die Skulls oder sowas. Alter, was haben wir hier bitte? So ein Schocker. Ja, Mann. Hier haben wir so einen Flammenwerfer. Alter. Okay. Panzerabwehr, Lenkrakete. Ja. Richtig gut. So, bleibt unser Heli. Fire! Zum Glück hat er immer eine Ersatzfaust dabei. Schieß mal gegen Heli. Warte. Wir müssen näher kommen. Komm her, du. Oh, leck, oh, das ist ein Vogel abballern. Das wird, boah, wie nice. Aber ich glaube, das wird schwierig. Okay, jetzt schieß mal. Wie fliege ich schneller, so. Okay. Komm, landest du, oder? Passiert nichts. Wenn du den verbesserst, den Helikopter, kommt auf ihn schneller, ne? Zur Landezone. Oh, okay. Habe ich aber auch nie gemacht. War dann so teuer irgendwie. War unnötig. Irgendwie schon. Vor allem musstest du jedes Mal 30.000 zahlen, wenn er gekommen ist. Jedes Mal. Und da bin ich wirklich ein Sparfuchs. Obwohl ich am Ende des Spiels immer noch 25 Millionen übrig hatte. Schön angespart. Gut. Kein Schalldämpfer drauf. Gä, wieso? Was? Keine Ahnung. Kannst du einen dran machen? Guck mal, Steuerkreuz nach oben. Okay, zu spät. Zu spät. Egal. Extraction arrived at Mother Base. Wir gehen jetzt zur Mother Base. Schauen wir mal. Toiletten. Toiletten. Tipp. Gehen Sie auf die Toilette. 50% haben wir jetzt. Ja. Und ich wette, ich lande nicht da, wo ich landen möchte. Das kann gut sein. Auf dem Pferd verstecken. Gut. Das, ja. Kennt man. Habe ich am Anfang ein bisschen gemacht, aber... Ja, irgendwie brauchst du es nicht wirklich. Aber es ist ein nettes Gerät. Nachdem ich die hatte, habe ich das nicht mehr benutzt. Ja. Gut, also das Pferd hat man generell eigentlich nicht lang benutzt, also... Ja, siehst du? Natürlich. Klar. Und was passiert wohl? Ich glaube, ich dusche mich jetzt einfach. Ja, dusche dich einfach mal, wenn schon hier bist. Lecker Blut. Das kommt jedes Mal, wenn ich hier. Jedes Mal. Come on, Didi. Wunderbar. Sehr schön. Kannst du gleich wieder... Ich glaube, wir fahren diesmal. Ja, fahren wir. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Erstmal schön duschen gehen. Ich will wissen, warum ich keinen Schalldämpfer drauf habe. Doch, er ist drauf. Hä? Aber gerade eben war er nicht drauf. Hast du gesehen, irgendwie abmontiert vielleicht? Oder? Das geht doch gar nicht. Darauf. Doch, geht. Wenn du Steuerkreuz nach oben gedrückt hältst. Auf der Basis jetzt wahrscheinlich nicht, aber normalerweise... Steuerkreuz ging es wirklich nicht. Ich sehe es. Okay. Nee, geht nicht. Vielleicht, weil das so eine Eigenanfertigung ist? Keine Ahnung. Nee, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Du kannst ihn normalerweise immer abnehmen. Oh. Oh, schön. Guck mal, wie wir aussehen. Sehr schön. Fresh. Okay. Kann ich es auch nicht abmachen. Okay. Steuerkreuz nach unten gedrückt halten. Geht auch nicht. Passiert auch nichts. Okay, ja, dann geht es hier anscheinend. Also hier ist es. Achso, da, guck mal, siehst du, so geht das. Ja, eben. Aber da...
Und jetzt Viereck? Das kannst du bei der Pistole wegmachen. Bei der Pistole, aber nicht bei dem. Doch, Viereck. Ah doch. Siehst du? Das haben wir vorher nicht gemacht, weil das Zeichen war gar nicht zu sehen, das SDM. Komisch. Egal, scheiß drauf. So. Wir können jetzt mit dem Paket darüber gehen. Oh ja, mach mal mit. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das habe ich wirklich noch nie gesehen. So. Nice. Please select a delivery point. Ab ins Meer. Ein Delivery Point. Jawohl. Es kommt so ein Mitarbeiter mit so einem kleinen, mit so einem, mit so einem LKW. Sieht aus dem Karton, nimmt ihn mit. So ein Tuk-Tuk. So ein Dreirädchen. Warum ist das so schwer? Geht schneller als alles andere. Jawohl. Schneller als Helikopter, schneller als Auto. Was läuft hier rum? Oh. Es wäre so geil, wenn sie jetzt noch da liegen würde. Kleiner Fehler vom Spiel, meinst du? Ja, Mann. Einfach mal eine Frau umgehauen. Alle Rechte. Alle gleichen Rechte für alle, verdammt. So sieht aus. Ich mache keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Richtig. Gute Entscheidung. Jeder wird von mir auf die Matte gelegt. Flachgelegt? Nimmst ja nur das Beste raus, ne? Ja, Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich auch. Ob das jetzt wirklich der letzte war? Ja. Wir haben jetzt schon alle neuen Fotos abgegeben, ne? Ja. Okay. Snake. Hi. Was ist los? Hallo. Wunde verheilt? Das ist wunderbar. What is it, Snake? What is it? Bitteschön. Football. I joined in. And there's Huey refereeing. He said, we have forsaken our countries and become one with the earth. It is good being here together with everyone, you know? It was. And then I... No, that is not right. But I am an angel of peace. I am a student. My head! It hurts! Naja, bis jetzt auf jeden Fall nichts Neues. Leider. Dasselbe. Ja, leider. Gehen wir mal raus. Gucken wir, ob es einen Elften gibt. Ich glaube mal nicht, aber... Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendwie was Neues... Nee, außer dann vielleicht generell eine neue Aufgabe. Nee, das war der 10., der letzte. Vielleicht würde da jetzt was kommen, wenn man ein paar Missionen noch spielen würde. Das kann natürlich auch sein. Achso, dass man sich dann irgendwas triggert. Dass man noch mehr Sachen hier machen muss. Ja, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Ich würde eigentlich was sagen. Wir beginnen mit der letzten Mission, oder was? Wir sind ready. Oh, scheiße. Für das große Finale. Zack. Da. Ich will nicht daran teilnehmen, verdammt. Diese blöden Zielübungen, echt. Please, landing zone confirmed. Okay. Tja. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Hast du die neu angestrichen, die Motherbase, oder ist die immer weiß hier auf der Krankenstation? Ich glaube, die ist hier immer weiß. Gell? Ich habe die nämlich hier so. Sonst ist sie eigentlich. So türkis, ah, ja, habe ich sie ja. Ja, so ein dunkles Türkis. Bisschen wie das Meer. Ja, schon. Gut getan. Besser getarnt. Findet man nie. Nee. Ist ja ganz klein. Ist ja nicht aufwendig. Er arbeitet da am Kran, bitte. Kranführer. Der macht Übungen. Und was holt er da? Nichts. Damit es einfach nur läuft. Ja, einfach nur läuft. Das einfach läuft. Ich hatte mich das auch schon oft gefragt, aber es sind halt einfach so hier. Ja. Der Container. Richtig nice. Was passiert eigentlich, wenn ich die aufsammle? Gute Frage. Hab ich glaube ich noch nie gemacht. Krieg ich dann was? Ich glaube, das wird nichts passieren. Das ist wie wenn du eigene Männer auf deiner Basis mit dem Falten abholen lässt. Passiert, bringt nichts. Bringt nichts. Ich glaube, die kommen halt wieder ins Inventar. Ins Inventar. Ins Inventar. Okay. Schön gesagt. So. Freunde, wir beginnen die Please select a letzte Hauptmission, wenn ich sie jetzt finde.
Da. Nummer 46. Wahrheit, der Mann, der die Welt verkauft hat. Entkommen Sie aus dem Krankenhaus. Also diejenigen, die unter euch, die seit Anfang an dabei sind, wissen, dass wir in einem Krankenhaus, dass wir da angefangen haben. Und es hört sich so... Was, ja, keine Einsatzvorbereitung, also okay. Du kannst keine Waffen auswählen. Es hört sich so an, als ob wir wieder von Anfang an spielen würden. Es geht wieder von vorne los. Alle Missionen weg! Und ich denke, wir erfahren da jetzt etwas, was wir vorher nicht wussten. Nein, bestimmt nicht. Genau das gleiche nochmal. Dasselbe Spiel nochmal? Weil es so schön war.